Moin, ich melde mich direkt hier im Vorfeld schon einmal und möchte mich für die schlechte Sound- und Bildqualität im jetzigen Video entschuldigen. Ich hatte das mit meiner GoPro gefilmt und leider erst abends gemerkt, dass man mich kaum verstehen kann. Da das Blindstriegeln für dieses Jahr aber erledigt ist und einige von euch das vielleicht sehr interessant finden könnten, da sie es nicht unbedingt kennen, habe ich mir gedacht, lade ich das Video dann noch hoch und werde mich dann halt in Zukunft verbessern. Ich bin jetzt momentan mit unserem 6250R und dem Kökerling-Probber unterwegs. Wenn ihr das in dem nächsten Video nicht verpassen wollt, gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt und bis dahin. Tschüss. Moin Leute, herzlich willkommen bei meinem ersten richtigen YouTube-Video. Das ist Paula am Blindstriegeln. Unserem 6130. Einer der kleineren Trecker, 4 Zylinder. Aber mit Standardreifen drauf, also keine Pflegebereifung. Damit wir die Kultur nicht so im Boden wegdrücken. Man sieht nämlich hier doch schon die Spuren vom Trecker. Und wenn das jetzt halt pflegebereifend wäre, würden wir den Hafer, der direkt unterm Rad ist, kaputt drücken. Auf den Kahn. Wie ihr erkennen könnt, hier vorm Gestriegelten, da guckt noch nichts raus. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Da haben wir es. Da könnt ihr die Keime erkennen. Hier ein kleiner Keim. Hier ein kleiner Keim. Und da muss man nämlich aufpassen. Diesen Keim habe ich gerade schon durchs Buddeln abgebrochen. Da habe ich noch einen abgebrochen. Die brechen jetzt halt leider sehr schnell ab. Wir haben momentan knappe 5 Grad. Heute Nacht waren minus 2. Nächste Nacht sollen minus 5 Grad werden. Dadurch müssen wir echt aufpassen. Er ist jetzt kurz vorm Rauskommen. Außenrum und Vorgewinde haben wir nicht auf Hackspur gedreht. Da haben wir normale, enge Bahnen. Dort haben wir ein paar Tage früher gedreht. Der ist jetzt nämlich schon raus. So, jetzt können wir da nämlich gucken. Da ist unser gebuddeltes. Deswegen gucken wir mal hier unten, wie es nach dem Striegeln aussieht. Muss ich nämlich vorsichtig buddeln, um zu gucken, ob ich nicht mit dem Striegel die Keime abgebrochen habe. Da habe ich schon keinen. Okay, ich bin knapp neben der Bahn gewesen. Aber es sieht gut aus. Hier ist der Boden, da ist der erste Keim. Den habe ich jetzt gerade abgebrochen. Ja, hallo. Ich bin beschäftigt. So. So, da können wir den Hafer gut erkennen. Alles gut, der Striegel ist top eingestellt. Den habe ich jetzt gerade wieder durchs Buddeln abgebrochen, weil es halt so kalt ist. Können wir uns den mal genau gucken. So sieht er nämlich aus, diese kleinen Keime. Die gehen erst nach unten. Und dann nach ein paar Tagen fängt er auch an, nach oben zu keimen. Hier haben wir jetzt vor fast 2 Wochen gedreht. Normalerweise sagt man, man muss innerhalb von einer Woche rauf. Es waren aber die Tage immer sehr viel Regen, es war kalt, optimale Bedingungen sind nicht, dadurch, dass der Boden hier, wir haben hier einen Sandstandort, dennoch ist der Boden noch feucht. Wenn ich hier so ein kleines Härchen an Kraut oder Beikraut rausgezogen haben, besteht die Möglichkeit, so wie hier in diesem kleinen, dass es wieder fest wächst. So, den Hund. Einfach mal schön rauf auf die Treppe. Nicht, dass sie hier mit ihren Pfoten zwischenhängen bleibt. Man fährt sie immer gerne mit. Die kleine Stöckchen. So, hier habe ich meine eingefahrene Spur. Auch wenn er gerade irgendwie laut bild ein bisschen schräg dazu steht, sollte das alles passen. Wir haben ja schon gesehen, der Striegel ist gut eingestellt, da brauchen wir jetzt nichts verstellen. Man kann sehen, der ist doch geil. Ja, geil. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Man kann beim Striegel den Widerstand der Zinken feststellen. Und dafür haben wir eine Anzeige. Das ist diese 0 bis 9 Anzeige. Wenn ich hier mein Steuerventil betätige und er hochgeht, können wir sehen,
wie eine Rolle sich beim Striegel straffer stellt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera gut hier erkennen könnt. Und zwar ist das diese gelbe Rolle, wo die ganzen Drähte angebracht sind. So ist es straffer, das könnt ihr da auch oben da sehen. Und ihr seht die einzelnen Federn, die straff gezogen werden. So macht man das lockerer. Darüber stelle ich ein, wie viel Druck der einzelne Zinken auf dem Boden ausübt und dementsprechend wie tiefer in den Boden arbeitet. Den Striegel haben wir in der Gemeinschaft mit einem Landwirt aus dem Nachbarort von uns. So wie viele Maschinen. Wir haben viel in der Gemeinschaft, fände ich auch super. Also man muss sich mit dem anderen Landwirten gut verstehen, das tun wir eigentlich immer. Und dann ist eine Maschinengemeinschaft optimal. Hier auf dieser Fläche, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt fast fertig. Das ist hier nur ein 3 Hektar Schlag gewesen. Das ist meine letzte Bahn. Danach nehme ich euch noch mit zu einem größeren Feld. Und dann könnt ihr mal sehen, wie ich anfange. So, das war's. Auf manchen Flächen, wo hoher Krautdruck ist, kann man jetzt auch nochmal genau entgegensetzt striegeln für nochmal ein bisschen besseren Effekt. Das lassen wir jetzt aber. Hier ist wichtig, dass dieser Haken einrastet. Jetzt kann ich nämlich nicht weiter ausklappen. Das ist für die Straßenfahrt ganz wichtig. So, da ist auch eingerastet. Ist nicht mehr der neueste, ne? Hat ein paar Jahre gesehen. Leistet aber noch gute Arbeit. Jo, da sind wir wieder. Und der erste Blick geht aufs Vorgewinde. Hier erkenne ich noch keinen Hafer, der rausgekommen ist, allerdings hier außen bei der ersten Spur. Das heißt, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ich werde jetzt auch, bevor ich das gute Stück ausklappe und loslege, werde ich direkt erst einmal buddeln, gucken, wie weit die Kultur hier ist, um dann zu wissen, wie ich einstellen soll. Der Hafer ist ein bisschen weiter, hier habe ich nicht dolle gebuddelt. Hier guckt er direkt raus. Kann man vielleicht sogar schon. Nee. Hier, da ist er. Oh. Das ist hier aber allerhöchste Eisenbahn, dass wir hier raufkommen. Daran erkenne ich jetzt auch direkt, ich darf den Striegel nicht so dolle einstellen und ich muss langsamer fahren. Vielleicht kann man auch gucken, ob er hier flacher gelegt ist. Nö, ist er nicht. So, wenn ihr noch die Afkon von der letzten Fläche vor Augen habt, seht ihr hier, ist der kein Ding weiter. Man stellt die Maschine quasi nicht nur über die Federzinken ein, beziehungsweise die Maschine schon, aber das Arbeitsbild verändert sich auch stark über die Geschwindigkeit. Im Normalfall kannst du sagen, dass du beim Windstriegeln Geschwindigkeit fahren kannst, da du ja eigentlich das Ziel hast, dass du mit deinen Zinken gar nicht erst so, was auch immer wichtig ist, dass diese beiden Räder beweglich sind, weil wenn der nämlich fest ist und so steht, kann man sich ja vorstellen, ne? Dann striegelst du, dieses Stützrad ist im Boden drin und reißt alles raus. Paula, wollen wir weitermachen? Ja, ja, ja. Sie ist immer schon, wie es dann losgeht, springt dann auch hoch und lässt sich schön hochtragen. Bisschen weniger Zinkendruck haben wir gesagt. Probieren wir mal auf 1,5 und langsamer fahren. So, Motor, Drehzahlbegrenzer wieder rein. Ich fahre nämlich immer über handgasvolle Pulle. Das Getriebe ist auf automatisch. Der hat hier nichts Schweres zu ziehen, deswegen brauche ich es nicht auf manuell zu stellen. Kann er ruhig ein bisschen untertourig fahren. Bei schweren Zieharbeiten ist es nämlich schlecht für einen Turbolader. Da sollte man eigentlich immer mindestens 1500, 1600 Umdrehungen haben. Sonst geht der dir irgendwann in Schrott. Und jetzt müssen wir den Hund wieder runterheben. Die will nämlich immer mit runter. Die springt mir dann schön auf die Brust. Hoppa, da. Die springt mir dann auf die Brust und lässt sich rausheben von mir. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal auf dem Vorgewende. Ob wir hier die Kultur sehen, ob wir hier was abgebrochen haben.
man merkt richtig, der Boden, der ist wirklich kalt. Also es kann auch sein, dass hier noch nicht allzu viel passiert ist. Gerade weil auf dieser Hälfte außen mehr Schatten rauffällt. Heute hat schön die Sonne geschienen. Das kann dann schon mal was ausmachen. Boah, der Boden ist ja echt kalt. Okay, hier haben wir was. Ne, hier ist alles top. Da ist der Keimling. Den haben wir jetzt durch Buddern abgerissen. Da können wir hier auch noch mehr Druck machen auf den Zinken. Das ist doch ganz gut. Hund ist auch wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Und zwar, wie ihr seht, bin ich schon in der zweiten Bahn. Ja, was denn? Ja. Jetzt meckert er rum, weil GPS noch drin ist. Und hab ich. Wie ihr seht, bin ich hier auch schon gleich wieder ein bisschen schneller gefahren. Außenrum bin ich bei den 5-6 km/h geblieben. Oh, da ist er auch schon direkt. Okay. Seht ihr das, was ich am Anfang hier geguckt habe? Da war er noch nicht so weit, wie er hier ist. Aber er scheint immer noch gut zu sein. Ich habe hier keinen einzigen Keim abgebrochen. Das sind ja die Keime, ich weiß jetzt, ich hoffe, man hat die vorher auch immer gut gesehen. Das sieht alles super aus. Die Sonne steht gut. Ist ja ganz dunkel. So, Insta-Bild fertig. Ihr könnt ja mal sagen, wer das Ganze in der Story gesehen hat. Und könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare. So. Dann wollen wir mal wieder hoch. Und dann geht's weiter. Optimale Bedingungen fürs Blindstriegeln wäre, wenn es noch ein bisschen trockener ist. Am liebsten hat man es, wenn es ein bisschen staubt hinterm Striegel, dann weißt du, dass die oberste Bodenschicht schön trocken ist, dass die ganzen kleinen Eikrautkeimlinge nicht in einem feuchten Boden liegen, sondern in der Asche quasi, dass sie nicht neu anwachsen. Das ist nämlich auch das Problem, wenn es nach dem Striegeln direkt regnet, der Regen verfestigt den Boden wieder so ein bisschen, dass der Keim einen schönen feuchten Boden ist mit richtigem Anschluss. Ja, und dann wächst er auch direkt wieder fest. Dann kann man sich die ganze Arbeit quasi gespart haben. War es dann umsonst. So, das war es eigentlich auch schon mit meinem ersten Vlog. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Gerne abonnieren und ein Like da lassen. Jo, für mich. Aufs Wiedersehen. Schwenger.